Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Ausgabe von NHL 15 und dem Beer Pro Mode. Ja, wir sind momentan, oder beziehungsweise ich fühle mich momentan ein bisschen wie die Nie Gewinn Kickers, denn die letzten Spiele waren allesamt furchtbar schlecht von uns, die haben wir allesamt verloren. Und jetzt geht es sogar so weit, dass ich jetzt in die dritte Reihe degradiert wurde, weil wir ja nicht mehr treffen. Und schade, schön gedacht. Heute, ihr könnt es sicherlich sehen, geht's gegen die San Jose Sharks. Und ich weiß gerade gar nicht, was ich hier wirklich sagen soll. Ihr seht, relativ kurze Eiszeiten. Möglichkeit, schön gemacht, Parenteau, zweiter Versuch und wieder gescheitert. Der Puck muss doch irgendwann irgendwie mal reingehen. Es ist wie ein Fluch. Es ist absolut wie ein Fluch. Weaver. Möglichkeit, schöner Querpass, aber findet kein Abnehmer. Pavelski, Joe Pavelski. Sau genialer Spieler. Ich sag's immer wieder, einer meiner Lieblingsspieler. Und wir müssen, wenn wir hier wirklich noch was sagen wollen, müssen wir langsam wirklich hier was machen. Wir müssen irgendwas ändern. Ich weiß nur nicht was. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir hier auf einmal keine Tore mehr schießen. Ich kann es euch nicht sagen, Freunde. Es plötzlich war es weg. Es war ja schon, vor der Pause war es ja schon so, dass wir arge Probleme hatten und relativ viele Spiele verloren. Und die Pause hat das Ganze natürlich nicht wirklich besser gemacht. Ganz im Gegenteil, jetzt läuft es noch viel schlechter als vorher. Wir müssen mit den Konsequenzen leben. Tinardi. Plekanec, was macht Plekanec? Schöner Pass quer und Niemi mit dem Save. Wie sollte es anders auch sein? Der Puck will einfach nicht mehr ins Tor, Freunde. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ich ändern soll. Läuft einfach überhaupt nicht mehr. Schöner Querpass, der muss doch drin sein. Junge, Galchenyuk, was machst du da? Nächste Möglichkeit. Hertel. Mann. Der zieht, der steht 30 Zentimeter vom Tor und schießt 30 Zentimeter daneben. Also das ist wirklich eine Kunst, Freunde. Oh, schöner Schuss hier. Könnte gefährlich werden. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, Freunde. Uiuiui. Nachschuss und da ist der Puck natürlich drinne. Wie sollte es anders sein? Randy Couture, oder wer war es? Randy Couture, der heißt nicht Randy Couture. Oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Logan Couture. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich verwechsel gerade, glaube ich. Mit einem UFC-Kämpfer. Ja, aber Hertel, der Torschütze. Der Rebound von Price. Gut genutzt. Es ist einfach zum Verzweifeln. Es ist einfach zum Verzweifeln. Der Gegner, der macht das hier ganz easy peasy. Jetzt die Möglichkeit hier nochmal. Ja, Puck ist raus. Das war's hier mit dem ersten Drittel, Freunde. Dürfte relativ kurz gewesen sein. Haben kaum noch Eiszeit und 4 Schüsse, das ist natürlich auch nicht das Gelbe von Ei, ganz klar. Gerade mal nicht darauf geachtet. Nächste Möglichkeit wieder Härte. Und es gibt ein Powerplay. Es gibt ein Powerplay. Wer bekommt die Strafe? Es bekommt PK Subban die Strafe. Das Zermürben des Gegners klappt sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. Habe ich noch nie gesehen, dieses Feedback. Wüsste auch nicht, wie ich das Ganze wiederholen soll. Nächste Möglichkeit, Pavelski. Meine Güte, Dimas. Dimas, genau.
Marlo. Und die nächste Möglichkeit. Aber Price mit einem wunderschönen Fanghandsafe macht hier die Sache dicht. Oder besser gesagt, die Ecke dicht. So muss es sein und so ist es leider viel zu selten. Und wir sind in der PK-Reihe, also in der Penalty-Kill-Reihe. Es ist unglaublich. Vielleicht kriegen wir trotzdem, trotz Unterzahl, noch einen Angriff hin. Nein! Ich weiß nicht, ich komme hier noch viel schlechter vor als vorher. Ich verliere so schnell den Puck. Boah, was für ein Check. Jetzt der Chip ins gegnerische Drittel. Jawohl! Jawohl! Ausgleich! Lars Eller, meine Freunde, herzlichen Glückwunsch. Endlich habt ihr das mal wieder hingekriegt. Ohne Assist? What? Ja. Eiskalt wie eine Hundeschnauze, schiebt das Ding einfach an Jimmy vorbei. Der einen Augenblick, ja, zu früh die Ecke. War gar nicht die Ecke. Durch die Beine. Ja, Ausgleich. So schnell kann es gehen, Freunde der Sonne. Und das mehr oder weniger in Unterzahl. So, passt die Bande lang. Bevor wir den Puck verlieren. Und da ist schon das 2:1. So schnell dreht man hier ein Spiel. Geile Sache. Und es könnte sogar gut sein, dass wir hier noch mit einem Assist versehen werden. Jawohl. Wir und Schust. Hier sehen wir es. Der passt. Und dann. Ich habe jetzt gar nicht auf den Torschützen geachtet. Auf jeden Fall schön gemacht an der Stockhandseite. Mittelhoch eingeschlänzt. Ja, und auf einmal führen wir. Galchenyuk. Auf einmal führen wir. Und da frage ich mich natürlich, was, Freunde, war daran so schwer? Bevor wir den Puck verlieren, lieber abgeben. Eieiei. Boah, Alter, hier steht mir ja jeder im Weg. Ah, schön den Weg gekreuzt. Versucht den Torhüter so ein bisschen die Sicht zu nehmen. Hat allerdings nicht ganz geklappt. Ich würde sagen, wir ziehen uns zurück. Jawohl, A+ im Teamplay, A+ in der Statistik und B in der Position. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ich denke, Freunde, das kriegen wir hin. Schöner Schuss von der Blauen, hier sehen wir es nochmal. Nemi hatte eigentlich nur Glück, dass er da mehr oder weniger richtig stand. Wir sind wieder auf dem Eis. Interessant. Ah, schade. Pass kommt nicht durch zu uns. Ärgerlich. Verzögerte Strafe? Warum? Hä? Proust hat die Strafe bekommen, nicht wir. Okay. Ja, ganz klar Behinderung. Unnötiges Strafending hier. Ja, jetzt also 2 Minuten hier in Unterzahl. Da ist schon die erste gute Möglichkeit hier. Nur 9 Sekunden nach Beginn des Powerplays für die Sharks. Gleich nach dem Bundy hier von der Blauen der Schuss. Den Price aber Gott sei Dank parieren konnte. Kein Feedback, interessant.
Ja, und da ist der Ausgleich. So schnell kann es gehen. So schnell, wie wir die Führung bekommen haben, haben wir sie auch wieder verloren. Und das war gerade richtig schön gespielt von... Ich weiß gar nicht von wem, auf jeden Fall Hertel. Das ist ein zweiter Treffer. Der Mann hat heute echt einen Riecher fürs Tor. Schönes Ding, schön eingeschlänzt. Oder reingeschoben. Price trifft da ausnahmsweise mal keine Schuld. Burns war der Mann mit dem Assist. Mr. Rauschebart. Oh, Möglichkeit, aber Niemi lässt den Puck nicht abprallen. Schön drüber gefallen. Das habe ich mir anders vorgestellt. Oh, Powerplay, wieder Proust. Mann, Junge, was ist denn los mit dir? Proust darf erneut auf die Strafbank und ihr wisst, wie es letzte Mal geendet hat. Mit einem PP-Tor, also mit einem Powerplay-Tor. Für die Sharks. Hallo, hallo, alleine, auf weiter Flur, keiner da. Und Markov klärt den Puck hier ins Aus, beziehungsweise nicht ins Aus, sondern ins Angriffsdrittel. Pavelski, Thornton und oh, Gerangel vor dem Tor. Und da gibt's die Schlägerei, da gibt's die Schlägerei. Das war, glaube ich, für die Canadiens ein bisschen zu viel Gerangel hier beim Torhüter. Und das lassen sie sich natürlich nicht gefallen. Torhüter, ihr wisst, wird immer beschützt. So soll es auch sein. Verlieren. Die Nummer 19, Joe Thornton, gewinnt hier gegen die 20, gegen, ja, total den Torhüter gekracht, ganz klar. Ich weiß nicht, wer es war. Burns schnappt sich die Scheibe, Braun. Jetzt haben wir Powerplay, Freunde. Jetzt haben wir ein Powerplay. Aber das hätte uns beinahe nichts genutzt. Schöner Save von Price. Und das war's wohl mit unserer Powerplay-Zeit. Und Freunde, ich würde so gerne mal wieder ein Tor schießen. Aber es klappt einfach nicht. Es klappt nicht. Jetzt ist es vorbei. Oh, schöner Schuss. Brown schnappt sich den Puck. Fehlung Pavelski. Schießt doch mal, aber da ist die Zeit auch schon um. 2:2 nach zwei Dritteln. Was sagt die Statistik? 19:13 Schüsse. Die Tendenz geht klar in Richtung der Sharks. Aber sie spielen noch zu Hause. Wundern tut es mich nicht. So, wir sind wieder auf dem Eis. Und schon verlieren wir wieder den Puck. Ach, es ist doch wirklich zum Mäusemelken. Es ist doch wirklich zum Kotzen. Oh,
Ach, komm schon. Irwin. Wir schnappen uns die Scheibe. Pass. Ah, verdammt. Hat nicht ganz geklappt. Und wir gehen dann mit dem ganzen Körpereinsatz, gehen wir hier in den Mann. Möglichkeit. Und jetzt die Schachs wieder im Konter. Möglichkeit. Schade. Pacioretty. Ah. Habe ich mich verdrückt außersehen. Ah, das war... So, wir müssen raus. Sind schon wieder angeschlagen. Und da ist das 3-2. Was ist denn jetzt los? Ich habe mir gerade die Statistik durchgelesen, beziehungsweise das Feedback. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Patrick Marlow. Ja, ganz einfach. Schlenzer Mittel hoch. Kein Problem. Macht er jeden Tag, Freunde. Ja. So gut gekämpft, so gut mitgehalten und jetzt liegen wir schon wieder zurück. Es ist doch wirklich ärgerlich. Weaver. Und die Sharks schnappen sich die Scheibe. Haben dabei keine großen Probleme. Couture. Ah, Funken. Und da ist es 4-2. Ja, Freunde, das war's dann mal wieder. Mann, ey. Ist nicht so gut. Und jetzt Thomas Hertl mit dem dritten Treffer am heutigen Abend. Unglaublich. Der Mann, der macht hier wirklich ein richtig geniales Spiel. Hut ab, Freunde, Hut ab. Ich stand doch gerade so gut. Ja, Freunde, sieht nicht gut aus für uns. Erneut. Ich weiß gar nicht, wie viele Niederlagen in Folge wir schon haben. Ich meine, immerhin haben wir dieses Mal wenigstens wieder ein paar Tore geschossen. Also nicht wir, sondern ne, unsere Mannschaft. Das war immerhin was. Aber im Großen und Ganzen kann man hier mit der Leistung immer noch überhaupt nicht zufrieden sein. Das ist, ja, schwankt doch sehr. Sowas muss doch drinne sein, mal ehrlich. Mann, ey. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, aber wer seine Chancen so schlecht nutzt, Freunde, ist ganz klar, der hat es einfach nicht verdient zu siegen. Umso trauriger, dass wir es sind. Und vor allem natürlich, dass wir so oft hintereinander sind. Torwart müsste eigentlich raus sein, oder? Jawohl. Und da ist das Empty Net Goal. Jetzt ist es gewiss 5-2 wieder verloren. Bitter. Nochmal eine schöne Chance hier zum Schluss gezeigt, aber auch diese geht nicht rein. Äpfel für alle. Was auch immer.
Was auch immer, Freunde, was ist denn jetzt los? Na, egal, komm. Ja, Freunde, das war's. Gegen die Sharks und vor allem gegen Hertel hatten wir heute keine Chance. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Nation Zero. Ciao.